Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kai kommentiert. Und ich habe jetzt vorhin ein Video gemacht zu einer Verschwörungstheorie. Und mir ist im Zuge dessen, als ich recherchiert hatte und mit einem Kollegen geschrieben hatte, noch eine Verschwörungstheorie aufgefallen, die doch schon etwas sehr krank ist. Und ich mir nur denke, meine Fresse, was müsst ihr da alles an Koks geraucht haben oder an irgendwelchen anderen Sachen, die es, also von dem Grad her, das verkaufen doch nicht mal die Holländer. Und zwar ist es die Frage, ihr kennt doch alle diese Verschreibungen von den Ärzten, wenn ihr irgendwann mal krank seid, zum Arzt geht und irgendein Medikament haben wollt, dann bekommt ihr irgendwie so einen Zettel hier, ne? Kennt ihr doch. So, und wenn ihr ganz normal drauf guckt, ja, Name, Adresse, Stempel, von dem irgend so eine durchgehende Nummer, und dann habt ihr das hier. Eine 666 und irgend so ein umgedrehtes, gespiegeltes Haar, das der eine oder andere vielleicht als Stuhl bezeichnen könnte oder, keine Ahnung, irgendwas. So, und dann kommt natürlich dann irgendwann mal die Frage, wieso steht da eine 666? Ja, das ist relativ simpel. Wenn man sich nämlich anguckt, dann im Internet gibt es halt relativ wenige Sachen, die wirklich als Beweis dienen, was das eigentlich sein könnte. Das Einzige, was man halt größtenteils finden kann, ist halt irgend so ein Serviceportal für Apotheken, wo im Prinzip quasi eins zu eins mal durchgezogen wird, was eigentlich wofür steht und was eigentlich so wirklich drauf gehört auf so ein Kassenrezept. Und ist dann an einem Punkt, steht dann da 666 RL. So, RL, das ist ein bisschen was anderes als ein Stuhl oder ein umgedrehtes Haar. Und gut, das, je nachdem, was man für Piktogramme da irgendwie macht, ja, da sieht das dann halt aus wie ein umgedrehter Stuhl. Lest mal ein bisschen weiter, steht da, dient der Justierung des Scanners in den Abrechnungszentren. So, und da ich bekennenderweise Bildverarbeiter bin, kein Bildbearbeiter, ich bin Bildverarbeiter. Das heißt, ich weiß im Prinzip, was man eigentlich bei solchen Geschichten machen muss, um überhaupt Daten herauszufinden. Also, und der eine, ich habe da noch auch bei YouTube ein bisschen rumgeguckt, hat auch auf diesen Verschwörungstheoretiker-Seiten, und die waren noch so ein bisschen weiter gekommen und hatten gefragt und irgendwann die Antwort bekommen, ja, das dient für die OCR. So, bei dem Norm OCR klingelt bei mir natürlich sofort ein bisschen der Kopf. Nämlich, das ist ein OCR, steht für Optical Character Recognition. Und zwar ist das ein gewisser Prozess. Eine Klasse von Algorithmen, die Schriftzeichen erkennt. Also im Prinzip, man weiß ganz genau, wie eine Schriftart aussieht, wie Schriftzeichen aussehen. Man scannt das ein und der Computer kann automatisch das Gelesene übertragen in Schrift. So, weil normalerweise, wenn man das jetzt hier einscannen würde, würde man das Ganze nur als Bild da sehen, aber keine Textinformationen. Und erst wenn man ein OCR-Programm drüber laufen lassen kann, wird im Prinzip aus dieser Textinformation direkt Text anstatt ein Bild. So. Und wenn da jetzt da steht, dient der Justierung des Scanners in den Abrechnungszentren. Und da klingelt bei mir nochmal der Kopf, nämlich das ist ein Standardprozedere bei diversen Objekterkennungs- und Signalerkennungsalgorithmen. Nämlich, man braucht, wenn man
so einen standardisierten Text hat, irgendwo ein bestimmtes Zeichen, um zu sagen, das hier ist der Koordinatenursprung des Blattes. Das heißt, man hat hier so ein bestimmtes Zeichen, das eindeutig festgegeben ist und relativ simpel ist. Und an der Stelle weiß man, das hier ist die Koordinate 0,0. So, und ich weiß es, ihr kennt bestimmt, ja, aus sämtlichen Mathe, Stunden von der Schule her, ein Koordinatenzentrum, das sieht dann im Prinzip so aus. So, und wenn dann, was ist ich, der Objektträger, also das Kassenrezept ein bisschen so gedreht ist, dann kann man anhand der Tatsache, wie das hier gedreht ist und wie das hier erkannt wird, auch erkennen, wie dann im Prinzip in Relation zu diesem Textzeichen der Rest des Kassenrezeptes angeordnet sein muss. Weil, wenn man weiß, aha, das Ding ist so, dann guckt man nicht hier, sondern entsprechend rotiert in diese Richtung und dann quasi hier und hier und hier und hier. Und bestes Beispiel dafür, wie so was funktioniert, ist nämlich so ein QR-Code. So. Und da ist nämlich genau das gleiche Prinzip. Man sieht hier, und das ist euch bestimmt schon auch irgendwann mal aufgefallen, hier sind nämlich hier, hier und hier solche Piktogramme. Und die sagen die im Prinzip aus, wo ist eigentlich der Koordinatenursprung? Ich kann jetzt genauso gut sagen, ich drehe das Ding jetzt um 180 Grad. So, Ding wird definitiv ein bisschen schwieriger sein beim Scannen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, das Handy auch um 180 Grad dreht oder beziehungsweise das Handy erkennt an sich aus, dass im Prinzip das hier gedreht ist, und dann kann man eigentlich die Information aus egal welcher Richtung her direkt erkennen. Und weil man sich dann anguckt, okay, das hier ist jetzt Koordinatenursprung und ich weiß ganz genau, hier unten ist ein Punkt und hier ist ein Punkt. Das heißt, das Signal ist beschränkt in die Richtung und in die Richtung. Das heißt, effektiv gesehen, dass der QR-Code wird eigentlich nur in diesem Bereich hier, also von hier oben bis hier unten eingelesen werden. Und in dem Augenblick, wo man dann quasi hier den Code dann ausgelesen hat, kann man dann quasi dann den QR-Code, beziehungsweise den Text, der mit diesem QR-Code verschlüsselt wurde, sofort detektieren und ausgeben. Das ist normalerweise ein Binärcode, das heißt an, aus, an, aus, an, aus. Und je nachdem, wie die schwarzen oder weißen Punkte angeordnet sind, kommt dann eine Textinformation heraus. In meisten Fällen kommt da irgendwie eine Webadresse raus oder in diesem Fall ein bestimmter Text. Ihr könnt ja durchaus mal euer Handy mit einem QR-Scanner ausprobieren, was ihr da bei dem Text erkennt, aber es ist schon ein sehr schlüpfriger Text, den ich da verfasst hatte. Kommen wir zurück auf ein weiteres Beispiel. Das sind sogenannte Augmented Reality Geschichten, die in der heutigen Zeit immer mehr herauskommen und immer häufiger verwendet werden. Auch im Prinzip kennt ihr es zum Beispiel aus von Pokémon Go, wo ihr quasi mit eurem Handy überall in der Gegend herumzielt. Aber aufgrund der Informationen, die zum Beispiel vom Gyroskop her kommen oder von irgendwelchen Horizontenerkennungsgeschichten, weiß man in etwa, wo wird jetzt der Pokémon dargestellt, wo dass er nicht irgendwo im Himmel ist, sondern irgendwo relativ eben zum Boden erscheint. Und so, dass man dann, was weiß ich, diesen hier machen kann. Und dann Pokémon einfangt. Oder wenn ihr zum Beispiel bei einer guten Bekannten von mir, beim saftigen Gnu, die hat nämlich dort ihre Masterarbeit gemacht. Das ist im Prinzip, die hatte da ein komplettes Buch erstellt, wo überall im Buch verteilt Augmented Reality Codes drin waren, die man mit der entsprechenden App abfotografiert bzw. mit der Kamera gefilmt hatte, und dann wurde da auf dem Display
eine 3D-Information generieren. Also in etwa, wenn ihr ein 3DS habt, habt ihr direkt am Anfang, als ihr es gekauft hattet, auch solche Augmented Reality-Karten bekommen. Es war so ein Special-Mini-Feature, das vom 3DS dabei war. Und zwar hatte man dann so die Karte mit der 3DS-Kamera gefilmt und dann wurde genau hier oberhalb von dieser Karte dann ein 3D-Modell von der jeweiligen Figur angezeigt, die auf der Karte abgedruckt war. In dem Fall war es Kirby. Da hatte dann so ein 3D-Kirby, den man wirklich von allen Seiten her angucken konnte. So, und wie wird das normalerweise gemacht? Und zwar hat man auch hier irgendwo ein Standardsymbol, das eigentlich direkt sagen kann, wo man direkt herausfinden kann, wie ist eigentlich die Karte in Relation zur Kamera. Und dann dementsprechend weiß man, okay, das hier ist der untere Bereich, das heißt, Kirby guckt in diese Richtung. Und wenn ich die Kamera drumherum drehe, weiß ich, okay, an der Stelle ist die Kamera hinter Kirby und ich würde dann den hinteren Bereich von Kirby sehen, also ja, den Arsch. Falls er einen hat. Komisch. Und an der Stelle kommen wir dann wieder zurück zur Verschwörungstheorie, die dann sagt, okay, wieso ist da jetzt eine 666? Ja, erstens mal kann ich da jetzt auch nicht so wirklich eine hundertprozentige Aussage treffen, wieso, weshalb, warum. Das ist ja relativ einfach zu detektieren, würde ich mal sagen. Die Achsen sind einigermaßen gut in der 6 vorhanden und das auch noch dreimal. Also man kann durchaus sagen, sobald jetzt irgendwie eines von den Sechsen oder hier so ein Zeichen verschwunden ist, kann man vielleicht immer noch herausfinden zur Fehlererkennung, dass da die Ausrichtung von diesem Text in diese Richtung ist. Weil diese ganzen Kassenrezepten haben ja im Prinzip eine standardisierte Größe und eine standardisierte Fassung. Und das ist eigentlich an der Stelle nur dann machbar, wenn man wirklich herausfinden kann, ist dieses Teil hier wirklich an der richtigen Stelle und auch in der richtigen Größe. Weil das hier, was ich jetzt hier ausgedruckt habe, ist eine größere Fassung als in einem normalen Rezept, was ihr sonst irgendwie rauskriegt. Und je nachdem, wie dann das Ding größer ist, kann man dann sagen, okay, so, wenn das jetzt halt hier die Größe hat, dann muss ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Betriebsstättennummer auslesen wollte, entsprechend hier hinspringen, anstatt jetzt irgendwie hier hinspringen, wenn das jetzt eine kleinere Variante wäre. So in etwa. Ich habe solche Algorithmen bisher teilweise implementiert. Zwar jetzt nicht für Kassenrezepte, aber ähnliche Sachen und ähnliche Geschichten. Von daher finde ich sehr amüsant, wenn dann solche Verschwörungstheorien einfach nur mal so aus der Tatsache, ja, ich habe da eine 666 gefunden und dieses umgedrehte A sieht ja auch wie so, H sieht ja auch so aus wie ein komisches Stillzeichen. Das ist ein Zeichen des Teufels. An der Stelle frage ich mich echt, was habt ihr da geraucht? Mit Sicherheit nichts, was ihr verschrieben bekommen habt. Und an der Stelle hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Und ich würde mal gucken, vielleicht würde ich dann das eine oder andere Verschwörungstheorie-Video noch irgendwie machen. Das ist schon ein sehr interessantes Thema, was in letzter Zeit alles so im Internet herumkursiert und behauptet wird. Und ich glaube, da muss irgendwo mal was dagegen gemacht werden. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Like das Video, schreibt einen Kommentar drunter, liked es auf Facebook, Instagram oder was weiß ich noch alles auf irgendwelchen Social Media Plattformen und vielleicht sehen wir uns dann demnächst irgendwann mal wieder bei einem neuen Video und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss, euer Kai.